Ja, ein herzliches Hallo, willkommen zurück zu Bernd das Boot und die Unmöglichen. Und wir sind immer noch auf Suche, wie wir ihn da runterkriegen. Ich vom Mantal hab keine Ahnung. Liegt hier, was liegt hier irgendwo irgendwas? Cola. Liegt hier hinten? Flaschendeckel, Lama-Statue, Kampflama. Im Inventar habe ich auch nicht mehr. Ach. Das Jack. Das hast du nicht. Kann ich da? Hallo? Nein. Das Horn. Jetzt. Heile, heile, Segen. Heile, heile. Das Lama. Ach, wenn sich doch alle Probleme mit einer Horde Wikinger lösen würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort, voller Wikinger. Wikinger. Also, was ist hier passiert? Und wo sind meine Freunde? Ich sollte jemanden finden, den ich fragen kann. Hallo Bernd! Wir, die Entwickler, haben gerade ein neues Feature für dich entwickelt. Klicke auf den Globus rechts in der Inventarleiste und du kannst reisen, wohin du willst. Also, wenn du die goldene Traveler-Karte hättest. Tschüss! Ich leg mich wieder hin. Ah. Okay. Und wo ist denn hier ein Globus? Ich schau mich mal um. Irgendwo Ich müssen. glaube, das ist keine gute Idee. Noch jedenfalls. Alles klar. Cola-Box. Es sind ein Haufen Cola-Boxen. Wieso sind hier so viele Cola-Boxen? Was? Was ist das? Eine Cola-Flasche. Wer die wieder hat rumliegen lassen. Okay. Das funkt. Nee. Geht es jetzt? Nee. Ich glaube, das ist noch jedenfalls. Okay. Haben wir noch mal hier ein Absperrhütchen, aber das. Absperrhütchen. Na, ordentlich sind die Lamas immerhin. Offensichtliche Symbole, dass es Lama Fritz tatsächlich geschafft hat, sein Lama-Regime zu errichten. Lama-Regime. Offensichtliche Symbole, dass Ja, es das hat sein man jetzt auch. Lama-Regime offensichtlich. Ja, gut jetzt. Das ist ein Baum. Das ist ein Baum. Oben grün und unten braun. Was denn? Man wird doch noch mal reimen dürfen. Was an, das ist ein Baum, hast du nicht verstanden? Hey, jetzt wird Das nicht ist gleich. ein Baum. Das ist ein Baum. Alles klar. Das hast du. Nein, natürlich nicht. Das könnte ich hier jetzt noch machen. Hallo? Das hast du nicht. Nö. Hallo? Das hast du. Hallo? Das funkt. Das hast du nicht. Hallo? Das hast du nicht ge. So, hier das Hütchen nehme ich. Könnte ich ihn auch mal Eins weniger mitnehmen? wird schon nicht auffallen. Ich schneide immer so ein bisschen zwischendurch, wenn ich etwas länger brauche, damit das nicht so langweilig wird, wenn ich Doofkopf ewig rumsuche. Deswegen, wenn mal ganz kurz ein Schnitt drin ist, dürft ihr euch nicht wundern, dann suche ich einfach offline mal so ein bisschen rum. Und ja. So, jetzt dürften wir auch hier lang können. Yay. Oh Mann, was ist hier passiert? Was ist hier los? Die mobile städtische Sanitäranlage bewegt sich. Klopf, klopf. Geh weg! Was machen Sie da drin? Das ist mein Versteck! Können Sie mir sagen, was hier passiert ist? Frag doch jemand anderes.
Ich wusste es. Muss ich noch fragen? Ach du Scheiße. Gerade das Handy von meiner Freundin auf der Schule. Er will Geld. Wer hätte das gedacht? Du nur. Ich bin bettelarm. Wer könnte Geld haben? Der Springbrunnen. Also der Wunschbrunnen? Nö. Fragen wir doch mal den Net. Internet nochmal. Klopf. Herr Budimcic, hätten Sie etwas Kleingeld für mich? Nein, ich leide schon genug an Durst. Und Unterzuckerung. Wenn ich Ihnen etwas zu trinken spendiere, haben Sie dann etwas Kleingeld für mich? Naja, also, gut. Klopf, klopf. Hätten Sie etwas... Nein, unten. Okay. Wenn ich... haben... Naja, Er will was zu trinken und ich glaube, ich weiß auch, worauf das rauflauft. Sirup. Dann stellen wir mal Cola her. Ja, das dürfte vielleicht noch Probleme mit Cola mit sich bringen. Prost. Wo wir uns behindern. Schön, das war jetzt einfach. Oh, Cola. Danke, Herr Brot. Hier ist mein restliches Kleingeld. Jetzt kann ich endlich meinen Durst löschen. Er singt und redet auch gleichzeitig. Das ist auch bekommt man ja noch mehr Durst. Eine Gabe, naja, die nicht jeder egal. Hat. Okay, jetzt habe ich Kleingeld. Für was brauche ich Kleingeld? Ah ja, genau. Wohl unter den Hindern. Oh, ich muss wohl wieder übersetzen. Nicht so schnell. Ah, Mist. Okay, Blume, Seil, imaginäre Glasscheibe. Okay. Was? Das Schaf und der Busch sollen im Lama-Vulkan geopfert werden. Und danach gibt es Kaffee und Kuchen? Das geht zu weit. Ja, sie sind manchmal etwas dümmlich. Ja, sie haben mich in ein nicht atmungsaktives Kostüm gesteckt und über den Erdball gejagt. Ja, sie sind die allergrößten Nervensägen. Aber es sind meine Nervensägen. Und in einen Vulkan werfen? Das geht zu weit. Außerdem, wenn einer das Recht dazu hätte, dann wäre ich das. Schaf, Busch, ich hol euch da raus. Ah, oh, nett. Ich muss nach Pulovien. Ist natürlich noch die Frage, wie kommen wir da hin? Weil wir haben nur eine silberne Traveler Card. Kampflama. Reden wir mal mit dem Kampflama. Guten Tag. Darf ich Sie fragen, was Sie eigentlich in Ihrem Rucksack haben? Wo wir uns behindern. Spucke? Hätte ich nicht gedacht. Nett. Was sagen? Haben Sie da eigentlich auf dem Kopf? Verehrtes Lama, ich versichere Ihnen meine volle Loyalität. Wo wir uns behindern. Wo es Recht hat, hat es Recht. Guten Tag, darf was Sie eigentlich in Ihr... Okay. Spucke. Hallo? Das funktioniert. Wo wir uns behindern. Das hast du nicht. Doch, hätte ich versucht. Wohl unter den Hindern. Hallo? Das funkt. Das hast du nicht. Hallo? Wo wir uns behindern. Wohl unter den Hindern. Das funktioniert. Was haben wir im Inventar? Multifunktionswerkzeug. Ponchos. Das hast du nicht. Hallo? Wo wir uns behindern. Wohl unter den Hindern. Könnte ich mit ihm nochmal reden? Klopf. Klopf. Hätten Sie etwas. Nein. Ich. Und unterzucken. Wenn ich. Haben. Naja. Gut. Soll ich jetzt noch eine Cola herstellen? Nee, oder? Doch. Kriege ich da überhaupt noch eine Flasche? Thank you.
Springbrunnen. Danke. Ich bin so müde. Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Das hast du nicht gemacht. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich tun muss. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde mal kurz wieder schneiden und dann schauen wir mal weiter. Okay. Ich habe auf alles geschaut, jetzt nur nicht auf den Bronzetopf, denn den können wir jetzt anscheinend mitnehmen oder irgendwas interagieren mit. Den kläglichen Rest braucht der Pantomime nicht mehr. Und wenn wir so einen Topf mit Bronzefarben haben, können wir auch gleich unsere Silben oder Traveler-Card einfärben. Natürlich. Wieso auch nicht, jetzt ist auch hier das Ding hier. Eine goldene Traveler-Karte. Soll ich eine Polovien? Das ist doch mal eine angenehme Art zu reisen. Nur heute vor der Opferung. Nachher Kaffee und Kuchen. Den Incredible Llamas. Okay, es ging ja daran. Das ist schon wieder hier. Ein sehr freundlicher Vertreter seiner Zunft. Kann ich hier wieder die Dings anziehen, die Ponchos? Hallo? Das funkt. Guten Tag, ich würde gerne... Heute geschlossene Gesellschaft. Wir warten nur noch auf die Band. Und du siehst nicht aus wie die Band. Ah. Das hast du nicht Okay, er wartet auf eine Band. Die Band. Ne? Hallo, bettelnder Pullovianer. Könnte ich Ihre Sonnenbrille haben? Alter, vergiss es, die brauch ich. Sonst läuft doch das Geschäft nicht gut. Oder willst du sie mir abkaufen? Ja. Ich such mal Kleingeld. Hallo? Das funkt. Okay. Habe ich die Dose noch? Das hast du nicht gerade. Doch, hätte ich eigentlich versucht. Geht's hier noch irgendwo hin? Ich hab aber kein Kleingeld mehr. Oder? Nö. Das habe ich alles dem... Hallo? Ja. Eine Betteldose. Ja. Das ist mir bewusst. Das funktioniert... Das hast du nicht. Hallo? Hallo, Bett könnte. Alter, sonst läuft. Oder will. Abkaufen, mit was denn? Ich hab doch nix. Das funkt. Ich hätte mir gedacht, dass ich vielleicht das da reinwerfen kann, damit ich das dann so. Mehr oder weniger Falschgeld zusammenbekommen. Ja, ist ja gut jetzt. Kann ich die zusammen? Das funktioniert. Nee. Das. Hallo? Das funktioniert. Ich stehe auf der Leitung. Das hast du nicht geraten. Ich stehe auf der Leitung. Emotion. Freundschaft. Die Incredible Llamas. Okay, wenn ich das Schaf und den Busch retten will, sollte ich mir schleunigst eine Band zulegen. Hallo? Das hast du nicht gehört. Der Gitarrist der Band. Die Bassistin der Band. Der Gitarrist der Band. Okay. Das Maskottchen der Band. Okay.
die Sängerin der Band. Der Keyboarder der Band. Könnte ich ihre... Alter, so... Oder... Soll ich... Ups, das wollte ich gar nicht. Aber ich kann gleich mal das Spiel speichern. Kann ich hier nochmal zurückreisen? Achso, jetzt kann ich überall hinweisen. Meine Enten. Sie haben mir meine Enten genommen. Alpha, Beta, Gamma, Donald, Duck und Dick, Druck, Tuck und Hannelore. Alle weg. Jetzt bin ich ganz allein. Ohne Freunde. Hätte nicht gedacht, dass Eisenbeißer Willi mehrsprachig ist. Kann ich ihm... Es ist nicht schlimm, allein zu sein. Man kann dann seine Raufasertapete anstarren und das ist... Ich schweife ab. Ich mag dich. Aber wir kennen uns doch kaum. Ja, aber man kann immer neue Freunde gewinnen. Willst du in meiner Band mitspielen? Wenn man mich da mag? Gerne. Hier, den brauche ich jetzt nicht mehr. Danke? Naja, mein Inventar ist ohnehin schon wie ein Schrottplatz. Rote Farbe. Mal sehen, ob ich hier noch was für die Verkleidungen finde. Kampflammer, Pfütze, Schaumstoff für... Vielleicht kann man daraus was Nützliches machen. Natürlich. Meine Raufasertapete wohl leider nicht. Nee. Ups, das wollte ich nicht. Hallo? Das funkt... Oh Gott, es ist schon wieder so viel Zeug hier. Das hast du... Okay, ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal ins Flugzeug. Sie wird wohl unsere Sängerin sein. Freundschaft? Wo ist Freundschaft? Hier ändert sich aber auch gar nichts an Bord. Ändern? Fällt aus wegen is nicht. Aber was machen Sie den ganzen Tag, wenn immer alles ausfällt wegen is nicht? Nichts? Ich hänge meinen Träumen nach, was denn sonst? So, jetzt Klappe halten und mich nicht stören. War ja klar. Hallo? Den brauche ich dies. Diesmal wie gut, dass ich eine goldene Traveler-Card habe. So muss ich nicht mehr aus aufgesprengten Flugzeugtüren oder Toiletten springen. Kann ich das... Hereinspaziert! Das Klo ist eröffnet. Sehr schön, da haben wir auch schon eine milde... Mal sehen, wo ich vielleicht mal sauber machen will. Warum auch immer ich das tun sollte. Poster von Bandauftritt. Ach, ich hatte auch mal einen Traum. Den Traum vom ungestörten Alleinsein. Von Ruhe. Dem Weltfrieden. Der Weltherrschaft. Ach nee, das war ja der Busch. Ach, den Traum von Ruhe. Dem Welt... Der Poster von Bandauftritt. Jetzt Klappe halten und mich nicht stören. War ja klar.
Ich häng schon wieder. Ach, Emotion, Traum. Schauen wir mal. Wussten Sie, dass man Magengeschwüre bekommen kann, wenn man unglücklich ist? Weil man seinen Traum nicht wahrgemacht hat. Ich hätte wohl eher ein Magengeschwür bekommen, wenn ich meinen Traum wahrgemacht hätte. Vom vielen Alkohol. Sie wollten mal professionelle Trinkerin werden? Nein, Rockstar, du Dämlack. Oh, dann könnten Sie ja in meiner Band spielen. Habt ihr Alkohol? Nein, und werden wir auch nie haben. Wir können auch ohne Alkohol kreativ sein. Und Sie auch. Echt? Bin dabei. Ja, nett, dass wir so eine schöne Sängerin jetzt haben. Ja, die ist noch mal weg, ne? Dann, Langolien. Willkommen zur Neueröffnung des einzigartigen Lama-Shops. Direkt nach der Schließung des Jagdshops. Durch die Lama-Verwaltung, die unsere Freunde sind. Kaufen Sie Plüsch-Lamas. Hallo, ich brauche Ihre Hilfe. Ich kann jetzt nicht sprechen. Nicht solange das Lama mich bewacht. Willkommen zur Neueröffnung des einzigartigen Lama-Shops. Direkt nach der Schließung des Jagdshops. Durch die Lama, die uns kaufen. Guten. Nein, kein guter Tag. Mist. Gleich mal angespuckt. Der Jagdfritz. Ich kann jetzt nicht sprechen. Nicht so lang. Ja, ich will ja auch nur ein. Ich kann nicht so lang. Was kosten die? Nimm ruhig! Die Regierung bringt sie gerne unters Volk. So, jetzt müssten wir noch das los. Vielleicht würde sich das Schaf über einen Ballon freuen. Nein. Sicher würde sich das Schaf über einen Ballon freuen. Oder ich? Ah, die berühmte Nadel im Heuhaufen. Moment, ist das nicht ein Strohball? Ach du Scheiße, das wird immer mehr. Ach Mann. Das hast du nicht gerade wirklich. Hallo? Das hätte ich eigentlich schon. Das hast du nicht versucht. Hallo? Kann ich das zusammennehmen? Das hast du. Hallo? Ach du Scheiße. Ein Strohball. Nicht ja, sehr. Ja, danke. Das hast du nicht gerade. Hallo? Das. Oh Mann, ich stehe schon wieder auf der Leitung. Das Spiel macht mich noch wahnsinnig. Er kann nicht reden, weil er angekettet ist. Eine Kiste. Ein Ballon. Hübsch. Hübsch, sagt Bernd. Ja. Genau, ja. Hilf mir mal lieber beim Lama, ist klüger. Da will ich. Ich komm hier nicht weiter. Was gehst du kacken? Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Ja, man trinkt nicht von fremden Gläsern. Oh, doch. Doch. Ja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache jetzt kurze Pause und dann schaue ich mal, wie ich hier weiterkomme. Und ja, mal schauen, wie lange es dauert. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ciao.